Dann brauchen wir da Phasen drauf, die wo es mindestens auf dem Kernturm ist, so wie geht. Also schauen wir, dass wir auf 13,5 kommen. So, wo sind wir? Brauchen wir noch ein bisschen. Aber die ist jetzt groß genug, oder? Ja. Kann ja nicht so schwer sein, wenn man da Phasen aufhört. Dann brauchen wir einen Gewindefreistich auf knapp unter 14 mm. Habe ich. Das heißt, ja, was heißt das eigentlich? Ne? Wir haben da jetzt. Machen wir mal einen guten Millimeter rein. Ne? Dann schauen wir, ob das Messer noch drauf ist. Machen wir mal einen tiefer. Schaut gut aus. Schauen wir mal, ob es also auch so gut misst. Dann scheiß drauf, misst er sich. So messen wir es. Alles wir da hätten 14, ne? Dann fahren wir den Hauchau drauf und brauchen da auch 5 mm und der Pfeil hat, wie viel waren die eigentlich? Zwei halbe und Messer brennen, fahren wir da nochmal. So, dann fahren wir nochmal einen Hauchau rein. Schauen wir mal, ob so das ausgeht. Wieder darf ich nicht schlafen. Oder da drehen wir das Plattel nach, nehmen einen Neuchen und schleifen den oder was schon mal gebraucht worden ist. So, bevor wir es Quint schneiden, machen wir da noch Phasen drauf wahrscheinlich. Dann tasten wir uns da mal vorsichtig an. Ja, stellen wir uns das Handrad auf 0. Das ist natürlich die Skala eines Handrads. Dann fahren wir mal drüber und schauen, ob wir 1,5 Verstärkung haben. Theoretisch ja. Steigung 1,5 schaut gut aus. So, ein wenig Schmier brauchen wir auch. Dann geben wir mal ein Zehntel und schauen, was passiert. Also die erste Runde ist schon mal gut gegangen. Geben wir mal ein Zehntel. Also Oberschwellen tut es ja mal ja schön. Schauen wir mal, ob es schon passt. Okay, viel Feder nehmen wir.
Es ist selber wie der Fred. Ganz gewinnt, gelingt. Spül haben wir auch. Ganz wenig. Passt, das lassen wir.